man hatte dieses Gefühl, aber man musste trotzdem, also hat man das Gefühl unterdrückt, damit man es durchhält. Also wenn jetzt, nehmen wir jetzt lieber meinen Mann, der jetzt also glaubt, er müsse unbedingt bedeutsam werden und Karriere machen und viel Geld verdienen und, dann ist das sehr unpraktisch für diesen Mann, wenn der dauernd dieses Gefühl im Bauch hat und im Herzen, dass das doch eigentlich scheiße ist, was er da macht. Und dass es doch einfach viel besser wäre, wenn er seine Talente und Begabungen entfalten könnte und wenn er das machen könnte, wofür er sich auch wirklich interessiert und nicht dieses ganze Geld verdienen müsste. Und wenn er sich um seine Frau und um die Kinder kümmern könnte, anstatt da dauernd von hier nach dort zu reisen und irgendwelche wichtigen Termine wahrzunehmen. Und dieses Gefühl muss er aktiv unterdrücken. Das ist die Lösung. Anders kann er nicht leben. Mhm. Und deshalb unterdrückt er das aktiv und empfindet es auch als gut, dass er das gemacht hat. Und dann geht das Belohnungszentrum an und dann wird das gedünnt. Und dann wird diese Hemmung des eigenen Körperempfindens immer stärker, bis der am Ende nichts mehr spürt. Und das ist dann geht es darum, dass man ihm hilft, diese Hemmung wieder abzubauen. Und das geht jetzt nicht, indem man ihm sagt, du musst mal jetzt hier irgendwie ein bisschen wieder auf dein Körpergefühl achten. Und das ist ja schon gesagt. Sondern jetzt muss man es wieder andersrum machen. Wenn es ihm vorher so vorteilhaft gewesen ist und wie eine Lösung aussah und für ihn auch als angenehm empfunden worden ist, dass es ihm endlich gelungen ist, diese Gefühle zu unterdrücken, müsste man ihm jetzt eine Gelegenheit geben, es als eine Bereicherung zu erleben, dass er plötzlich wieder was von sich spürt. Wie wäre das möglich? Das ist ja relativ leicht möglich. In der Partnerschaft kann man sich ja zum Beispiel mal streicheln. Da könnte es sein, dass so ein verkrusteter Mann plötzlich wieder spürt, dass er Haut hat. Und man könnte ihm auch mal helfen, dass er mal einfach sich das Problem, was er da mit seiner Familie hat, anguckt und dass er dann diesen Schmerz empfindet und auch zu weinen anfängt. Hm. Wovon wir gerade sprechen. Okay. Und wenn man das dann nicht negativ belegt, sondern wenn der das plötzlich erfahren darf in einer vertrauensvollen Begegnung, ja. In so einer Beziehung, wo er zum Objekt der Kritik gemacht wird, da geht das ja nicht, da lässt er sich ja nicht darauf ein. Also, aber wenn man ihm so begegnen kann, dass er endlich mal bei sich ankommen darf und sich angucken darf und dann plötzlich auch weinen darf oder das alles auch empfinden darf und man ihm dann noch signalisiert, dass das gut ist und er spürt es ja sowieso selber, dass es gut ist, dann kann er diese Hemmung im Hirn wegnehmen, weil das andere schöner ist. Das ist nicht schön, mit so einer ständigen Belastung rumzulaufen, dass man seine eigenen Gefühle unterdrücken muss und seine Körperwahrnehmung. Und dann fängt er an und spürt sich wieder. Und dann ist es, wenn das nicht wieder durch irgendwas zurückgeworfen wird, weil er wieder irgendwo meint, er müsse jetzt die nächste Karriereleiter erklimmen, dann ist das für ihn eine Bereicherung. Und dann öffnet sich dieser Mensch. Und dann wird er wieder lebendig. Das ist jetzt das schönste Wort, was ich dafür finde. Er wird wieder lebendig.